Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, solltet ihr das unbedingt mal machen. Da sind wir in, nicht gefahren, ich wollte sagen gefahren wie Formel 1 schon. Nee, da sind wir, haben wir die Leute, die Anhänger von Burgrid getötet und so die letzten Posten noch eingenommen und alles, was er dann noch alles hatte. Und an der Stelle würde ich mal sagen, Grüße gehen raus an Pascal. Das Video kommt am Dienstag raus heute, also an dem das Video rauskommt, ist der 21.06. An dem Tag hat er auch Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an Pascal und auch an Max. Und auch Grüße gehen raus an den anderen Max aus der 9B. Und ihr seht schon, ich bin hier gerade fleißig am Suchen, was wir hier verbessern könnten. Wir könnten hier eine Schiffswerft errichten oder vielleicht, was haben wir hier Schönes noch? Einen Kartenmacher. Das ist immer sehr wichtig für Schätze oder andere besondere Merkmale, die man an einer Karte eintragen kann. Und ich würde mal da mal sagen, fangen wir auch sofort mir an, mal den Kartenmacher zu entwickeln, ne? Und dann sollte das eine gute Investition für uns sein, ne? So, ich höre mal auf, ein bisschen zu labern jetzt hier mal ein bisschen, ne? Jetzt zocken wir mal eine Runde schön Assassin's Creed Valhalla, ne? Und dann geht's Jubel! Ja, viel Spaß jetzt. Also ich würde mich freuen, wenn ihr noch einen Daumen da lässt. Also Kanal abonniert, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich unterstützt. Und dann, jetzt geht's los. Grüße. Das ist wirklich gute Arbeit. Danke, dass du das erledigt hast. Ja klar, gern doch. Aber erstmal wollen wir wissen, was du dann so anzubieten hast, ne? Was tust du hier noch gleich? Ich habe dieses wundervolle Land bereist und allerlei Geheimnisse und spannende Orte gefunden. Für etwas Geld teile ich mein Wissen. Zeig mir, was du anzubieten hast. Also, wer das lesen möchte hier, ne? Kann ja kurz pausieren. Das Wissen des Kartenmachers. Ne? Also hier werden auf jeden Fall die ganzen Sachen auf der Karte vermerkt. Das weiß ich auf jeden Fall mal schon. Und dann gucken wir mal, was es so anzubieten hat, ne? Ich bin dabei fast in meinen Tod gestürzt. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ne? So haben wir Ich habe Ausrüstungskarte, den Ort ne? auf deiner Karte eingezeichnet. Sehr schön. Holen wir uns erstmal alle vier davon. Und jetzt haben wir noch Barrenkarten. Das ist gut zum Entwickeln der Rüstung. Das holen wir uns auch noch alles, die alle vier, die angezeigt werden. Und das sollte dann auch War's genügen. Was das fürs Erste? Wir sehen uns später. Erkunde nur weiter. Ja, wir sehen uns später. Das hört sich doch gut an, ne? So, dann würde ich mal an der Stelle mal sagen, gucken wir uns auch erstmal an, wo das auf der Karte markiert wurde. So, wo ist es denn nur? Ah, oben hier nicht. Eoförwick haben wir hier. Nee, hier ist es nicht. So viele sicher. Haben wir unten noch was? Aha, hier ist es. In Lundain, in das heutige London ist es eingezeichnet. Das ist eine schon ein guter Ort, um ein bisschen zu plündern, wenn wir mal irgendwann mal da sein sollten, ne? Und Stufen 19 erreicht haben. So, an der Stelle würde ich mal sagen, gehen wir mal zur Hauptmission, die wir hier machen können, ne? Triff dich mit den neuen Kömmlingen. Irischer Handel. Ah ja, mal gucken, was wir jetzt machen können, ne? Hi, Tam. Es lief nicht wie geplant. Hi, Tam. Hi, Tam. Kannst du mir dabei helfen, Hi, Tam aufzufinden? Was hast du mit ihm zu schaffen? Ich bringe eine Auswahl an Waren aus Irland. Also, sofern meine Schiffe anlegen können. Sir, wie ich sehe, hast du Eivor Wolfsmal schon getroffen. Ah, du bist also Eivor. Tatsächlich habe ich eine Nachricht aus Irland für dich. Ich kenne dort niemanden. Der Brief ist vom König Düfflins. Leider scheine ich ihn verlegt zu haben. Der König Düfflins? Warum sollte mir dieser schreiben? Er wünscht, den Handel nach Englerland auszuweiten. Zu diesem Zweck bringe ich die Waren. Esar ist aus dem Osten, lebt aber nun in Irland. In Sachen Handel sollte dein König sich aber eher an Randvi wenden. Er meint aber Eivor zu kennen. Er bat mich, dich auf dem Weg dorthin zu begleiten. Ich kenne keinen König in Irland und reise sicherlich nicht dorthin. Doch zuerst musst du einen Handelsposten einrichten, Esar. Wo ist überhaupt dein Handelsschiff? Ach, ja, das ist eine unglückliche Sache. Sehr besorgniserregend. Konkurrenten haben den Fluss und somit meine Waren abgeriegelt. Eine Flusssperre schadet ganz Hrefnatorp. Bleib hier. Ich beseitige sie. Wie du siehst, ist Eivor ein Mann der Tat. Komm nachher zu mir, wenn der Fluss wieder frei ist. Natürlich, mein Freund. Ich danke dir. Und ich suche derweil den Brief des Königs.
Du bestehst darauf, dass ich einen irischen König kenne. Dem ist nicht so. Welcher König sendet mir da nur einen Brief aus Irland? Ja, keine Ahnung, das werden wir gleich erfahren. Oh, wer ist das denn? Eivor, wie schön, dich hier zu sehen. Valka ist hier. Ja, das machen wir später. Jetzt haben wir eine Mission, das wir zu machen, ne? Eivor, lagt uns Kiwiki. Auf den Schwanenweg! So, an der Stelle skippen wir mal eine Runde und dann spielen wir mal zum Missionsziel. So, hier werden wir dann mal eine Runde schon ein bisschen. Gleich geht's zum Shoppen rüber, ne? Mit Shoppen meine ich. Hier ist die Sperre. Mit Shoppen meine ich natürlich ein bisschen. Rambazamba, Tutti Frutti, machen wir ein bisschen hier, ne? Und sie muss weg. Und dann geht's hier ran ans Gemetzel, ran in den Schnitzel und in den Speck, ne? Jubel! Endlich mal wieder was zu tun hier in dem Spiel. Ein Opfer für Odin! So, hauen wir den am besten nicht mal weg vorne. Oh, haben wir nicht geschafft. So, hier haben wir schon mal einen Karren, den wir kaputt machen müssen. Aber da kommt einer entgegen. Oh, der ist aber sogar stark richtig. Komm, hauen wir den mal weg mit den Pfeilen so ein bisschen. Oh, oh, da haben wir gut getroffen, haben wir gut getroffen. Komm, den hauen wir jetzt weg. Komm, komm mal. Oh, ja, oh. Das war eklig. Mordskill. So, einer weniger, ne? Oh nein. Das war knapp. Oh, komm mal hier. Hauen wir die mal hier schön weg. Sehr schön. Guckt euch das mal an. Das läuft ja wie geschmiert hier. So. Hier haben wir noch ein paar Mobbing-Opfer, aber die lassen wir mal in Ruhe. So, gehst du irgendwo rein? Kann man das kaputt machen? Nein, kann man nicht. Schade. So, wo geht's hier rein? Ah, hier geht's hoch. Ja, hier haben wir noch einen Karren. Den müssen wir hier noch kaputt machen einmal. Ist irgendwo ein bisschen Feuer rumliegen? Irgendwo? Ja, nein, vielleicht. Scheiße, nein, müssen wir den Packer nehmen. So. Packen wir mal das Ding nach und funktioniert nicht so ganz. Ja doch, was funktioniert? Jubel! So. Da haben wir noch einen. Komm, Headshot. Das wird denen nicht gefallen. Hat sogar funktioniert. Verschwinden wir. So, die Seite hätten wir fertig. Jetzt nehmen wir mal die Seilrutsche da oben. Da geht es ein bisschen schneller rüber. So, immer schön nach oben hier, ne? So. Nehmen wir noch die Pfeile hier mit, sonst haben wir gleich keine mehr. Und dann geht's rüber für uns, ne? Auf die andere Seite. So, da hätten wir noch was plündern können oder irgendwas anderes, was da auch war. So, werden wir mal hier. Machen wir den Schleichmodus jetzt. Einmal tarnen, bitte. Komm, den können wir mal sofort mitnehmen hier. Zack. Einer weniger. Sehr schön. So, den einen Karren können wir anzünden schon mal. Oh, da werden wir gesehen. Wo ist der andere Karren? Da sollte ich ja auch irgendwo in der Nähe sein. So, da hinten sind Soldaten. Oh, da drin ist was. Und, ah, hier vorne. Den hier vorne, den können wir noch mitnehmen, ne? Komm, zünden wir nochmal hier an einmal. Sehr schön. Komm. Ich glaube, da haben wir nicht gerade ganz getroffen. Müssen wir nochmal probieren. Komm, da unten ist einer, den können wir weghauen. Genug jetzt! Oh, das war knapp, das war knapp. Das war auch schon fast zu knapp, ne? So, nehmen wir mal kurz den Jagdbogen hier. Der ist ein bisschen besser für solche Sachen. Ach, nicht da oben, hier ist der Hundenbogen. Ja, Jagdbogen. Der sollte ein kleines bisschen besser geeignet sein dafür. So, spannen wir nochmal hier einmal an. So, und einmal zack, bitte. Ah, der hat gesessen. Mordskerl! So. Das noch, das sollte genügen. Aufmerksam bleiben. Ohne Taten!
So, der Typ hat uns da hinten gesehen. Das ist nicht so gut. Setzt sich aber wieder hin. So, da die Drähte von der Tankstelle stehen auch schon bereit. Halt die Klinge bereit. So, tarnen wir uns mal wieder ein bisschen. Da sind wir ein bisschen nicht so auffällig, ne? Komm, Headshot. Kriegen wir den neuen Headshot? Oder ist zumindest einen von... Ah. Ah, der kommt jetzt sehr wahrscheinlich hoch, oder? Wieso wir jetzt anfangen zu kämpfen? Ich hoffe nicht. Bitte nicht. Ich habe keinen Bock zu kämpfen jetzt gerade. Immer ein bisschen schleichen, ein bisschen Assassination machen hier, ne? Und das sollte genügen, glaube ich. Oh, scheiße, das war eine Ration, die da war. Scheiße, nein! Ah, oh, ich dachte, das wäre irgendwie sowas zum kaputt machen noch. Nein, kacke. Das wäre jetzt ganz schlecht. Oh nein, da kommt jetzt einer nach oben. Oder auch nicht. Oder vielleicht auch doch. So, warten wir mal ab, was er da macht. Nehmen wir vielleicht mal ein paar Pfeile. Zack! Jubel! So. So, kommt mein Schiff? Wo ist es? Ah, da ist es ja. Jubel! So, zack. Oh. Was ist denn mit Eva hier? Nee, mit Halfdan hier los, Alter. Was ist denn mit ihm nicht in Ordnung? Auf jeden Fall, der hat 19 Silber, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Das lass ich mir nicht nehmen. Zack. Alter, wir wirfen ein Schild nach uns. Was für ein Arsch, Alter, hier. Ey, wisst ihr, wie die Leute hier ein bisschen aussehen, so die Gegner? Die Engländer, die sehen ein bisschen aus, so wie die Orks von Herr der Ringe. So ein bisschen so, finde ich. Wenn man so gegen die kämpft immer und die so komische Aussehen angezogen sind immer, dann sehen die aus, so wie die Orks von Herr der Ringe. Das sieht schon ein bisschen lustig aus beim Zocken. So, erstatte Asabricht. Beseitigt. Der Fluss ist frei. Dann sehen wir mal, was es mit diesem König Düflens auf sich hat. So, das ist sehr schön. Plündern wir hier noch ein bisschen was, nehmen wir die Pfeile noch mit. So, hier kriegen wir sogar noch 100 Vorräte. Ja, also das wär's dann hier mal, ne, in dem Lager. Gehen wir mal zurück zu Azar, berichten wir mal, erstatten wir mal einen Bericht. Daher haben wir hier noch einen, den nehmen wir natürlich noch mit. Der darf nicht fehlen. So, einmal killen hier bitte, einmal Assassination. Ah, sehr schön. Mordskerl. So, hier wären wir dann wieder zurück in unserem Dorf. Gehen wir mal sofort zu Azar rüber. Mal gucken, was er zu sagen hat uns, ne? Und mal gucken, was für ein Bericht. Hast du die Kleine gesehen, die mit den Neuen gekommen ist? Sieht etwas Mordskerl, was die nordischen Frau da, Mann und Frau da labern. Azar, der Fluss ist frei, also abgesehen von ein paar Stöcken und Leichen. Deine Waren können durch. Dein Ruf kommt also nicht von ungefähr. Auch wenn ich nicht weiß, wieso du Wolfsmal heißt. Die Narbe an meinem Hals. Ah, mein Wikingername wäre dann Azar Einauge. Nun denn, meine Leute werden dir bei der Errichtung eines Handelspostens helfen, Einauge. Dann stehe ich zweifach in deiner Schuld. Solltest du je deine Meinung zu Irland ändern, so findest du mich dann in meinem Handelsposten. Oh, und ich habe deinen Brief gefunden. Hier. So, was haben wir hier? Irischer Außenposten. Irischer Handel, Mordskerl. Haben wir das auch schon erledigt? So, hier haben wir den Brief von Düflin. Nur wer das lesen möchte, kann mal kurz pausieren hier. Ich überspringe das Ganze mal, weil sonst macht das hier keinen Spaß zu zocken. So, ich glaube, das sollte genügen.
Mein Vetter Baröd lebt und ist König von Diflin. Die Narnier wissen stets zu erfreuen. Ja, auf jeden Fall. Mich erfreuen sie auch immer, ne? Vom Hof des glorreichen Königs, glaube ich, stand da. So, gehen wir jetzt mal zur Valka, machen wir die nächste Mission. Hier bei Valka, ne? Die ist ja auch gekommen. Meine Güte, es fühlt sich nach einer Ewigkeit an. Valka, liebe Valka, du bist mir sehr willkommen. Geht es dir gut? Besser als gut. Ich bin hier. Und deiner Mutter? Meine Mutter hat ihren Frieden gefunden. Sie wandelt von nun an durch eine Welt, die man nur in Träumen sieht. Das können wir uns alle nur wünschen. In der Tat. Komm. Wie war die Reise? Belebend. Die Wellen und der Wind waren uns von Beginn an gewogen. Wir flogen wie die Vögel der See. Und wie geht es dir? Trotz deines ruhigen Blicks sehe ich ein wärmendes Leuchten in deinen Augen. Vielleicht ist es Hoffnung. Unsere Siedlung wächst, die Menschen sind glücklich und ich freue mich auf die Zukunft. Und deine Visionen? Sie kommen und gehen. Aber lassen wir das. Lass mich dir mit deinen Sachen helfen. Hier lang. Wir haben am Fuß des Hangs einen Platz für dich gefunden. Auf unserer Reise habe ich immer wieder versucht, mir diesen Ort vorzustellen. Und kommt er dem nahe? Ich sah die Bäume und das Wasser und den steinigen Hügel, aber es ist alles so viel grüner. Die Farben sind herrlich und beruhigend. Ein Segen für meine Augen. Valka! Bei den Göttern, was führt dich hierher? Ich hoffe, auf der Siedlung liegt kein Fluch. Ha! Gestraft ist diese Siedlung allein mit einem rüpelhaften Schmied. Nicht oft reist man über das Meer und findet am Ende ein Zuhause. Es ist überwältigend. Es sprüht vor Leben. Siehst du große Dinge in unserer Zukunft? Ich muss es nicht sehen. Ich fühle es in meinem Herzen. Bist du es, Valka? Du hast dir aber Zeit gelassen. Ich wollte sicher gehen, dass alles bereit ist. Wir müssen reden, Randvi, sobald ich ausgepackt habe. Wenn mir vorher nicht die Arme abfallen, was ist das alles? Meine schwersten Zutaten natürlich. Blei, Walknochen, Gold. Spann ihn nur für deine Arbeit ein. Das wird ihm gut tun. Du hast viele Menschen hierher geführt und an dieser fremden Küste ein neues Leben aufgebaut. Bist du zufrieden? Ja. Zu wissen, dass ich diesen Ort aufgebaut und die Menschen geschützt habe, ist ein Geschenk. Deine Antwort bezieht sich vor allem auf dich selbst. Das sagt mehr über dich, als du vielleicht denkst. Salve, Eivor, ad Meliora. Guten Tag. Wer war das denn? Ich habe keine Ahnung. Nun, hier ist wirklich was los. Siehst du, dein Zuhause ist gleich da vorn. Erzähl mir von deinen Visionen. Sie sind, wie sie immer waren. Bis auf das, dass sie sich klarer anfühlen, hat sich nichts verändert. Mit jeder Vision fühlt sich das, was ich sehe, weniger nach einem Traum und mehr nach Erinnerungen an. Und erscheint dir noch immer der Allvater? Manchmal tut er das, ja. Er spricht auch zu mir, aber es laut auszusprechen fühlt sich verrückt an. Ich verstehe. Du kannst die Sachen dort abstellen. Danke. Ja, haben wir doch gern gemacht, liebe Valka, ne? Mal gucken, was sie uns jetzt zu sagen hat. Noch. Und da wären wir. Schön, wie du es sagtest. Sobald ich mich eingerichtet habe, können wir uns deinen Visionen zuwenden. Valka, bitte. Du wurdest berührt, Eivor. Du empfängst göttliche Botschaften. Lass mich dir helfen. Vielleicht könnten wir mit einem Trank die Tür deines Geistes zum Reich der Götter öffnen und deine Visionen vom Nebel befreien. Wenn du denkst, dass es hilft, ich kann dein Haus alleine bauen. Gib mir nur etwas Zeit. Dafür wäre ich dir sehr dankbar, Eivor. Natürlich. Und willkommen zu Hause. Ja, willkommen zu Hause. Eine weise Freundin, auf jeden Fall mal, ne? Die Valka. In die Welt der Träume. So, was brauchen wir, um das Haus zu bauen? Ja, da brauchen wir noch ein paar Rohstoffe.
Das machen wir dann also am nächsten Mal, in der nächsten Folge. Auf jeden Fall, jetzt gehen wir hier nochmal zu Hirn. Ich habe noch nie etwas von einem Flusscampen gehört. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber frag ruhig Eivor. Sunifa, dein Fremdling, was führt dich zu uns? Wagen und seine Mannschaft behaupten, große Schätze zu erbeuten. Sie wollen sich Refnatorp anschließen. Wenn ihr zu uns gehören wollt, so verlangen wir nur harte Arbeit und Treue. Silber oder Gold sind nicht nötig. Wir würden es aber auch nicht ablehnen. Schön, dich zu treffen, Eivor. Und es winkt dir mehr als nur edle Metalle. Wir erscheinen vielleicht müde und zerlumpt. Aber wir kennen geheime Wege entlang Englerlands Küste, an denen du reiche Güter für Refnatorp finden wirst. Und ihr wollt sie mit uns teilen. Warum? Wenn sich der Tisch vor zu viel Köstlichkeiten biegt, ruft man Freunde, um gemeinsam zu genießen. Wir suchen Freunde und Feste. Ich zeige es dir. Ich nehme dich mit auf einen Raubzug, sobald unser Schiff geflickt ist. Ich weiß das Angebot zu schätzen und nehme es gerne an. Also dann, Jum Sky oder wie das auch ausgesprochen wird, haben wir gebaut. Und? Wie gefällt dir unsere Anlegestelle? Ah, sie ist unseres Langschiffs würdig. Komm und sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Ja, dann gehen wir so auch sofort zu ihm mal hin, ne? Wir sind immer bereit für sowas. Wir sind immer gut für Spaß zu haben. Bereit, Segel zu setzen? Auf jeden Fall. Ah, Flussraubzüge. Wer das lesen möchte, kurz pausieren. Ihr kennt das ja, das ganze Spielchen, ne? Das bin ich. Auf zum Raubzug. Wir machen den ersten Ausflug mit meiner Besatzung. Das erleichtert es mir, dir zu zeigen, was es am Flussufer alles gibt. Später kannst du gern deine eigenen Jomswikinger auf diese Reise schicken. Meine könnten etwas Ruhe vertragen. Dieser Fluss ist auf keiner Karte verzeichnet. Morgen! Nur wenige wissen ihn zu befahren. Aber die Jomswikinger kennen seine Strömungen. Meine alte Freundin erzählte mir, die Römer hätten diese Wege zum Schmuggeln benutzt. So konnten sie wohl gut ihre Spuren verwischen. Tatsächlich sind sie so gut versteckt, man könnte seine Nachbarn ausrauben, ohne je verdächtigt zu werden. Denkt mal drüber. Segel runter! Sieh mal! Dorfbewohner! Die horten natürlich keine Schätze, aber wenn du Mahlzeiten für deine Mannschaft brauchst, wird man bei ihnen fündig. Glaub mir, meine Mannschaft ist wie ein abgerichtetes Wolfsrudel. Sie wird deinen Befehlen folgen. Gib diese laut und ohne Scheu. Ja, Flussraubzüge, wenn das lesen will, kurz pausieren, ne? Und bei uns geht's dann hier richtig schön weiter mit Rambazamba. Schönste mit. Oh, was haben wir denn hier noch? Flussraubzüge, Status. Da haben wir noch ein bisschen was Status, wie viele Rohstoffe wir haben. Da haben wir dann auch die ganzen Jomswikinger, wie viel Leben die noch haben und alles da. Und wir hauen jetzt mal richtig rein. Jetzt gibt's Rambazamba Jubel. So, wie das ausgesprochen wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall, irgendein Gehöft ist es. Und so, Rohstoffe. Hier geht's schon mal rein. Einmal kaputt machen bitte. Merci, Sherry. Und schön geht's rein hier. So, einmal aufbrechen bitte. Hey, ich schaffe das nicht allein. Ja, hey, hey, hey. Come on, move, man. Das dauert nicht lang. Das war's. So, Motzke. Also schon wieder große Mahlzeiten-Tour. Wer das lesen möchte, nochmal kurz pausieren. Zum Schiff zurückkehren. Ja, und dann gucken wir uns vorher nochmal hier um und dann kehren wir auch zum Schiff zurück. Ne, ich würde mal sagen, das war's auch schon mal von der Folge. In der nächsten Folge machen wir genau da weiter, wo wir jetzt aufhören. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lässt, wenn euch das Video gefallen hat und auch den Kanal abonniert und mich dabei unterstützt, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und an der Stelle würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss. Und denkt dran, wir machen genau an der gleichen Stelle weiter, an der wir jetzt aufhören. Tschüssle.